Das Tagesgespräch bei Phoenix heute mit Günter Kriechbaum, dem Vorsitzenden des Ausschusses für EU-Angelegenheiten im Deutschen Bundestag. Grüße Sie in Pforzheim. Schönen guten Morgen. Was können die Chinesen besser als wir? Also China ist sicherlich für uns zunächst einmal ein Partner in klimapolitischen Fragen, ein Wettbewerber in handelspolitischen Fragen, aber ein Rivale, wenn es um die Fragen der Menschenrechte und auch des politischen Systems geht. Deswegen bin ich nicht geneigt zu sagen, dass in China alles besser laufen würde. Ganz im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass man ein Land dauerhaft nicht regieren kann ohne die Einhaltung von Menschenrechten und den fundamentalen Standards, auch was Freiheit und Rechtssicherheit angeht. Gut, das ist ein Punkt. Aber der andere Punkt ist halt, wie gut es China geht. Und der Wirtschaft geht es gut. Man hat den Markt im Griff. Man hat als Werkbank der Welt solche Gebiete wie Europa im Griff, solche Nationen wie die USA. Man tritt immer stärker und immer mächtiger auf. Läuft doch. Das könnte man vielleicht meinen, aber mit Blick auf Evergrande, einem Mega-Immobilienkonzern, der in einer Schieflage ist, der 95% seines Börsenwertes verloren hat, möchte ich mich eigentlich dieser Bewertung so nicht anschließen. Auch wenn man weiß, wie sich der chinesische Staat aufstellt. Die Verschuldung von den Provinzen ist ein enormes Problem, weil China, der Nationalstaat China, seine Schulden in die Provinzen hineinverlagert, damit die Provinzen auch nicht mehr die Luft haben zu atmen. Deswegen also mit alledem würde ich nicht tauschen wollen. Also das heißt, unser System hier in Europa, hier in Deutschland, das funktioniert besser letzten Endes? Ich denke schon, denn letztlich ist es so, dass wir in Europa Rechtssicherheit haben, Rechtsstaatlichkeit haben. Wir haben Frieden, Freiheit. All das gehört ja zu unseren fundamentalen Werten dazu. Und da möchte ich nicht mit China tauschen, auch wenn einige Staatenlenker hier in Europa das sich als Vorbild nehmen. Aber man muss schon beachten, wenn China beispielsweise das Projekt Neue Seitenstraße hier initiiert und verfolgt, dass Abhängigkeiten entstehen, nicht nur bei uns in Europa, sondern auch in Afrika. Man denke nur daran, dass ganze Minen aufgekauft werden, die seltene Erden produzieren, damit man sich natürlich dann auch hier die Rohstoffe für die Batteriezellproduktion im Bereich der E-Mobilität sichert. Aber wir wollen doch gerne Autos verkaufen dort zum Beispiel. Ich weiß, das ist ein plattes Beispiel, aber das wollen wir doch. Und da merken wir doch jetzt schon, dass der Markt abgeschottet wird und dass es da immer mehr Druck gibt, dass China mit eigenen Autos, mit eigenen E-Modellen auf den Markt drängt und eventuell durch die Seitenstraße noch einiges durchschiebt, bis wir hier dann mehr vielleicht chinesische Autos verkaufen als deutsche oder europäische. Aber das ist doch genau der Punkt. Wir haben ja mit China ein Investitionsschutzabkommen abgeschlossen. Das wurde noch unter deutscher Ratspräsidentschaft ausverhandelt. Das liegt jetzt gegenwärtig aber im Europäischen Parlament auf Eis, aus guten Gründen, weil ja hier auch mit Sanktionen gearbeitet wurde. Das ist alles das, was wir nicht tolerieren können. Die Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren kann uns hier nicht kalt lassen, weil wir eine wertegebundene Außenpolitik bestreiten in Europa. Und deswegen nehmen wir es dann auch nicht tatenlos hin, dass die Kolleginnen und Kollegen des Europäischen Parlaments, die das monieren, anschließend mit Sanktionen belegt werden, dass wir dann einfach zum Tagesgeschäft übergehen. Dieses Investitionsschutzabkommen ist wichtig, weil wir natürlich auch reziprok arbeiten wollen. Das heißt, wenn wir hier chinesischen Firmen den Marktzugang, den freien Marktzugang gewähren, dann erwarten wir selbiges eben auch in China. Aber da geht es um sehr viele Fragen, auch des Patentschutzes, des Markenschutzes, des Rechtsschutzes. Deswegen, da bleibt schon noch einiges zu tun. Und da kann man eben sagen, handelt es sich im Falle von China nicht um eine lupenreine Demokratie, ganz im Gegenteil. Aber wie ist denn die europäische Handlungsfähigkeit ausgestattet? Mit welchem Hebel? Welchen Hebel haben Sie wirklich, um China zu sagen, so, wir geben euch jetzt nur noch Waren, wir nehmen von euch nur noch Waren ab, wenn ihr dieses und jenes in Sachen beispielsweise Menschenrechte tut? Der Hebel ist ohne Zweifel der, dass auch China gute Wirtschaftsbeziehungen haben möchte mit der Europäischen Union.
Die Europäische Union verfügt über 450 Millionen Verbraucher. Das ist schon eine Marktmacht, die wir alleine als Bundesrepublik Deutschland mit unseren 80 Millionen Einwohnern nicht hätten. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir hier zusammenstehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier mit einer Stimme sprechen. Und solange dieser europäische Club, die 27 Staaten, zusammenbleiben, dann haben wir in der Tat auch einen echten Hebel. Es wird im Übrigen auch an der Stelle weitergehen. Wir werden ein Teil unserer europäischen Industrien auch schützen müssen. Denn solche Fragen wie KUKA dürfen natürlich auch nicht immer tagesaktuell dann wieder aufgerufen werden, dass sie jeden Tag passieren. Das heißt, wir müssen unsere sensiblen Infrastrukturen, unsere sensiblen Industrien auch schützen. Und da möchte ich schon sagen, da bleibt schon noch auch einiges zu tun. Stichwort Huawei liegt schließlich auch bei uns noch auf Eis. Hier hat zwar eine Gesetzeslage gegeben, die geschaffen wurde seitens des Deutschen Bundestages, aber letztlich muss es hier natürlich noch einen deutlichen Schritt vorangehen. Und hier bleibt schon noch manches offen. Wie sind wir denn insgesamt aufgestellt in Europa? Mit welcher Einigkeit sind wir auch aufgestellt, um zum Beispiel solchen auch Wirtschaftsanfeindungen, ich nenne es mal so, irgendwie die Stirn bieten zu können? Ich glaube, wir sollten uns erstmal insgesamt nicht schwächer machen, als wir sind. Die Europäische Union wird insgesamt wesentlich stärker von außen wahrgenommen, als wir uns selbst sehen in Europa. Und wie gesagt, gerade in marktwirtschaftlichen Fragen, gerade auch in Rechtsfragen, da haben wir einen Hebel, weil letztlich alle Länder mit der Europäischen Union Handel betreiben möchten. Handel ist jetzt eine völlig vergemeinschaftete Aufgabe der Europäischen Union. Hier haben die nationalen Mitgliedstaaten ihre Kompetenzen in Richtung EU übertragen. Und deswegen kann man hier auch mit einer Stimme sprechen. Und das ist dann wichtig, diese Ansage, egal ob es sich im Übrigen um China handelt oder um die Vereinigten Staaten. Wir hatten ja auch während der Ära Trump gewisse Erfahrungen sammeln müssen. Ich sage ganz herzlich Dankeschön für dieses Gespräch. Günter Kriechbaum, Vorsitzender des Ausschusses für EU-Angelegenheiten. Danke nach Pforzheim. Herzlichen Dank Ihnen, noch einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön.